Oh, ey du, ey, psst, komm mal her. Was ist los? Komm, red mit mir. Hallo? Hi Armin. Hast du das weiße Spielzeug hier gesehen? So wie ein Affe? Wer bist du und woher kennst du mich? Ich bin Max. Wir wissen alles über dich. Wir haben dich beobachtet. Wir haben eine ganze Weile lang auf dich gewartet. Okay, wir müssen also ein Spielzeug finden. Okay, alles klar. Also der Puppenmacher hat hier das Spielzeug genommen und hat die halt irgendwie schlagen und so. Was ist das für ein seltsames Schloss an der Fronttür? Und wie öffne ich es? Ah, also die Kinder haben praktisch das Schloss gemacht und jeder hat irgendwie was vom Puppenmacher bekommen. Why don't you all want to let me out? Du bist die Erlösung. Aber du bist noch nicht fertig. Oh, okay. Aber meine Mom und mein Dad, die warten auf mich zu Hause, am Leben. Du hast gesagt, du hast dein Spielzeug verloren. Lass es mich finden. Ach Gottchen, jetzt auch noch ein Tablet. Das Spiel wird ja immer interessanter. No Signal. Okay. Jetzt wird's komisch. Press 1, 2 und 3. Aha. Wo könnte das denn sein? Ach du Jemine. Das ist in irgendeinem Sarg. Und wo haben wir den Sarg gesehen? Ich will das nicht, lass das. Ach du Kacke. Da ist die Puppe. Es sieht aus wie... Boah, ich habe überhaupt keinen Plan. Ich kenne mich doch hier nicht aus. Frage ist, brauchen wir nur noch zwei Spielsachen? Jetzt muss ich gleich mal an das Schloss hier gucken. Ja, wir brauchen zwei Spielsachen noch. Aber wo genau ist das? Drei und die sechs oder die sieben. Ach, Leute, Leute, Leute. Also hier ist definitiv nichts. Aber wo könnte das sein? Hier geht's nirgendwo lang. Ich sollte vielleicht noch mal nach oben gehen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das je irgendwie jetzt so hier gesehen habe. Das ist
Es sind irgendwelche Regale, aber wo haben wir Regale gesehen? Hier sind definitiv keine Regale. Ich kann noch mal im Badezimmer gucken. Aber ich glaube, hier sind auch keine Regale. Nee. Wo haben wir Regale übersehen oder vielleicht sogar gesehen? Nee, mach doch die Tür wieder auf. Hier sind auch keine Regale. Oh Gott. Was könnten die sein? Da vielleicht? Sieben. Och Mann, ey. Okay, er ist weg. Aber hier sind keine Regale. Hier ist das Esszimmer, aber das sieht auch nicht aus wie... Ich denke, das ist irgendwie ein Sarg. Aber die Regale, das ist das, was mich gerade so ein bisschen irritiert. Ich muss mal kurz irgendwie... Weiß auch nicht, der hat hier gerade ein bisschen Problemos. Da ist doch ein Spielzeug. Okay. Ich hoffe, dieses Spielzeug wird dir Freude bringen. Freude bringt mir, wenn ich hier raus bin. Das kannst du aber glauben, Junge. Nö, nicht schon wieder. Was das jetzt? Aber uns fehlt doch noch ein Spielzeug. Hallo, Sir. Okay, hier ist nichts. Obwohl das halt immer noch sehr komisch aussieht. Ne? Wo könnte denn dieser... Also es ist auf jeden Fall eine Holzverkleidung gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber die Frage ist halt, wo? Wo könnte das sein? Wir müssen nochmal nach oben. Ob wir das wollen oder nicht. Okay, Max ist also weg. Waren das vielleicht gar keine Regale? Waren da? War das hier irgendwo? Nahbar. Ich muss mich umschauen. Ich würde gerne auch so eine Kerze einfach mitnehmen. Vorsichtshalber.
Haben wir hier irgendwas? Nee. So, hier ist überhaupt nichts. Hier waren wir auch. Ich bleib einfach hier drin, nur stehen. Puh. Die Tür ist noch zu. Gibt auch keinen anderen Weg. Ich kann mal hier gucken. Aber da ist nichts. So, das ist das Bad. Da ist halt auch nichts. Und wo zur Hölle ist eigentlich diese hässliche Puppe? Die Tür ist halt immer noch zu. Aber da muss doch irgendwas sein. Ach, der Keller. Lustig, lustig, tralalala. I didn't have any friends when I was a kid. Ich hatte nicht viele Freunde, als ich klein war, weil ich ein Kind war. I tried to replace them with toys. Ich habe versucht, das halt diese Lücke mit Spielzeugen zu füllen, aber sie waren alles andere als lebendig. Ich habe mein erstes Spielzeug aus einer Katze gemacht. Es war nicht wie die anderen, es hatte eine Seele. Naja, ich machte halt auch Spielzeug aus einem Vogel, einem Hund und a man who was hit by a car. I gave them a better life. Also er hat halt praktisch auch ein Spielzeug aus einem Mann gemacht, ne, und hat halt gemeint, er gab ihm so ein besseres Leben. I couldn't stand in one place. I wanted something more. That's how my latest project Mortualia was born. Also er kann irgendwie nicht an einem Platz bleiben und er wollte immer mehr. Und deswegen war irgendwie sein letztes Projekt diese komische Mortualia. Ich guck mich erstmal um. Hier ist der Sarg. Hier gibt's Särge. Hier komme ich nicht hin. Hier ist wieder mal eine Alpha-Wand. There must be a shovel. Ja, die Shovel haben wir gefunden. Hier, nimm die Shovel. Alter, Respekt an den kleinen Kerl, den wir spielen, ne? Danke. Ach ne. Take care of your wonderful eyes. Ach ne. Let the story remind you from. Okay, jedenfalls, ne, hier hast wunderschöne Augen und lass das Spielzeug daran erinnern. Alter. Ich möchte eigentlich hier nur noch raus. Aber ich sehe gerade nichts. Alter, was ist das für eine lausige Taschenlampe? Sir? Okay, hier ist die Treppe.
Nein, 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 nein. Ihr seid alle frei. Ihr seid alle frei. Mortualia. So, ne, haut mal rein, es war schön, euch gekannt zu haben, ne? Schade, was mit euch passiert ist. Uff. Das war auf jeden Fall ekelhaft. Haben wir jetzt alles wieder? Okay, da ist irgendein Geist. Das ist die Puppe. Okay. Es war Monate danach, als ich da rauskam. But every dream takes me back to this awful house. Also er träumte halt ständig davon, ne, von diesem Haushalt. Oh, Max. Wink doch mal. Wenn die nicht so gruselig wären, dann hätte man ja auch Freunde, ne? The realization that I can change anything is driving me crazy. Also, dass man nichts ändern kann, hat uns halt verrückt gemacht. Okay, das ist jetzt die Geschichte wahrscheinlich noch ein bisschen. Guckt mal, Alter, da sind haufenweise Schellen und so. Oh, hi. Ach du Kacke. Das hat uns so verrückt gemacht, dass wir uns selber erhängt haben. Okay. Wir sind aber, glaube ich, jetzt erwachsen. Und deswegen. Ja gut, ne? Wir sind also erwachsen und wir konnten damit nicht klarkommen, dass wir nichts ändern konnten. Ich drücke mal auf Exit und fliege aus dem Spiel. Und deshalb sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.